Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder den Sonic Speed Simulator. Das 4. Juli Event Update ist jetzt rausgekommen, beziehungsweise es ist am Samstag rausgekommen. Und ich zeige euch heute zusammen mit Victor, was alles neu ist, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Also viel Spaß mit dem Video. Und da ist Victor. Oh mein Gott, wie die Leute hier alle teampausen, wenn sie reingeladen werden. Anton, ich bin so wunderschön. Ja, Victor, die Leute teampausen alle, wenn sie ins Spiel geladen werden. Ja, ich liebe es zu teampausen. Lass mich... Ich sehe es gerade. Dieser King Sonic hier. Ja. Sandy Crew ist hier. Okay, Victor, zeig mir, was im Update los ist. Ja, ja. Jetzt ist Tag geworden. Also, guck mal, das ist eigentlich ganz cool, das neue Update, ne? Das ist nicht eins zu eins wie das letzte Update, aber es ist auch nicht komplett das neue Update. Denn okay. Beim neuen Update kommen noch ein paar andere Sachen dazu, aber wir fangen an mit den Sachen, die da sind. Wenn du hier jetzt mal rüber gehst zum Feuerwerkshow, siehst du ja hier, in 12,5 Minuten ist die nächste Feuerwerkshow, Anton. Das ist mein Feuerwerk. Und das wird einfach nur... Ja, es wird einfach nur, dass halt der Himmel dunkel wird und dann gibt's Feuerwerk. Ist nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Aber du kannst hier reinlaufen und dann siehst du erstmal wie beim letzten Update die Sachen. Victor, hast du schon mal straight nach oben geguckt? Nee. Guck mal. Was ist das? Victor, was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Also sehe ich auf jeden Fall ein paar Inseln, ein paar Ringe, durch die man wahrscheinlich XP bekommt. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Okay. Vielleicht ist es die neue Welt. War das das schon immer, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Ich weiß nicht. War es wirklich immer schon da? Ich habe keine Ahnung. Ach, das ist soll eine Obby sein, ach so. Ja, das sieht auch aus wie eine Obby, aber war die da schon immer? Kann gut sein, tatsächlich. Jetzt, wo jemand gesagt hat, dass es eine Obby sein soll, beziehungsweise Obby sein soll, kann es nicht sein, dass es die ganze Zeit oben war. Aber okay, Anton, du läufst erstmal jetzt hier in diesen Feuerwerkshop rein. Ja, ich muss erstmal löschen. Dann kriege ich als Ultrapreis, den Adventure Knuckles. Wie viel kostet mich das? 1000 Robux habe ich nicht. Wie kostet das? 1000 Robux, Digga, bruh. Und Summer Amy kostet mich 700 Robux. Ja, das würde ich für Adventure Knuckles vielleicht ausgeben. Nee. Aber warte, wie viel muss ich eigentlich? 250.000 Feuerwerk, okay. Und Feuerwerk findet man hier überall. Kann ich doch mitnehmen, hallo? Warum kann ich das nicht von hier mitnehmen, Victor? Feuerwerk ist ganz normal, Anton. Feuerwerk ist wie beim letzten Update, alles mögliche. Okay, dann nehme ich es mit. Aber sammelt man auch so schnell wie beim letzten Update? Es geht genauso schön wie beim letzten Update. Es ist einfach alles eins zu eins gleich, nur jetzt die Platzierungen von den Ballons und so weiter. Ich glaube, beim letzten Update musste man aber keine 250 sammeln, ne? Also geht es ja theoretisch schneller. Doch, musste man. Oder 250 muss man sammeln. Ja, ja. Okay. Das ist 1 zu 1 gleich wie beim Update, nur dass es jetzt ein bisschen verbessert wurde. Verbessert ist immer gut. So, aber komm mal zur Rakete, Anton. Okay, zur Rakete. Warte, ich komme zurück. Warte, ich muss hier lang, Victor. Wo bist du? Wo bist du? Ich komme zurück zum Spawn. Ah, zur Rakete. Feuerwerkfestival. Okay. Hier, bin bei der Rakete. Ja, hier. Guck mal. Da steht in 88 Stunden, ich glaube, das ist am 4. Juli, ich habe nicht nachgerechnet. Aber ich glaube, am 4. Juli gibt es dann erstmal die Obby. Die Obby ist da oben. Ja, eben. Da bist du, glaube ich, nach oben geschossen, dann kannst du die Obby da oben machen, glaube ich. Okay, das macht Sinn. Mhm. Ja, Leute, wir können die Obby jetzt schon sehen. Ich meine, theoretisch könnte man mit genug Sprungkraft auch jetzt schon hoch. Wenn du eine Milliarde Rebuffs hast, dann kommst du vielleicht nach oben. Victor, ich versuch das jetzt. Und dann ich versuch da jetzt hochzukommen. Viel Erfolg. Okay, ich schaff's nicht ganz. Aber ein Drittel vielleicht. Ich hab's versucht. Hast du es geschafft? Nee. Ich hab's nicht geschafft, Victor. Da kann man sich hochglitschen. Hab es geschafft, hab 80 Rebuffs, schreibt V-Ray. V-Ray ist in dem Spiel auch richtig krass dabei. Wie kann man sich da bitte hochglitschen? Das würde mich jetzt interessieren. Ich meine, das könnte sein, wenn du so eine Rampe ja hochspeedest, dann kriegst du ja richtig fette Höhe zum Beispiel, ne? Deswegen, das könnte tatsächlich sogar sein, dass man da hochkommt. Lass mich hoch. Aber bei welcher Oberfläche ist die Frage? Ich habe keine Ahnung. Aber ja, wenn man 80 Rebuffs hat und dann voll ist, dann schafft man wahrscheinlich vieles. Oh, ich habe den Ding nicht bekommen. Schade. Na gut. Schade. Oh ja, man kriegt die Kisten jetzt wirklich besser. Ja, vor allem sind die nicht mehr stuck, glaube ich, irgendwo. Wie meinst du stuck? Das hatte ich nicht. Nee, manchmal waren die in unsichtbaren Wänden, das meinte ich. Achso, das hatte ich nicht tatsächlich, okay. Ich gehe auf jeden Fall zu Hügeltop. Nein, ich kann nicht mehr zu Hügeltop. Ich habe ja gerebirthed. Geh nicht zu Hügeltop. Hügeltop ist böse. Aber Hügeltop kann man noch so schön farmen. Ja, aber du musst Eis gehen. Eis? Was will ich bei Eis? Du liebst doch Eis. Nein. Obwohl, ich habe die letzten Tage echt viel Eis gegessen. Da habe ich mir mal was gegönnt. Ja, das stimmt. Gestern hast du so, ich esse Eis, Anton. Ja. Oh, Anton, ich bin Anton, ich esse Eis. Aua. Ich bin gestorben. Aua, Anton ist tot. Nein, ich bin schon wieder... Okay, ich mach's ganz normal. Ich laufe einfach rüber. Ja, doch, das könnte sehr gut machbar sein, wenn du richtig hohes Level hast. Kannst du, glaube ich, wirklich einfach hier hoch dich speeden. Ja. Das kann gut möglich sein. Moin, Conny, kannst du heute mein Spiel testen? Ich weiß nicht, wie lange ich streamen werde, aber ich denke nicht. Bruh. Also ich kann halt nicht daily, wenn ich daily streamen würde, würde ich das mal machen, aber das ist jetzt mein letzter Stream bis nächste Woche. Das ist mein letzter Stream für immer. Das ist mein letzter Stream für immer. Ja. Muss ja erstmal die Luftballons mitnehmen.
Ich habe auch schon 7000. Wo hab ich die denn alle her? Durch den Weg zeigen zu der Obby, gerne. Was ich mir auch vorstellen kann, dass man sich vielleicht irgendwie in die Rakete reinglitschen kann und dann in der Rakete diesen Boost nach oben nehmen kann. Meinst du? Das könnte sein, aber ich weiß nicht, wie man sich da reinglitschen könnte. Oh, hier gibt es so viel einzusammeln. Ist das geil. Aber das Update bietet halt, genau, es ist praktisch dasselbe Update. Oh mein Gott, Anton. Es tut mir leid, dass ich gedingstert habe. Sag sorry, sag. Warum sollte ich sorry sagen? Sag, was du sagen wolltest. Ach so. Nee, sorry. Es tut mir leid, sag du. Ich will jetzt mal was sagen. Ich wollte einfach nur sagen, das ist dasselbe Update wie beim letzten Mal in grün. Eigentlich in schwarz. Nee, warte, wie heißt das? In rot, weiß, blau. Amerikanische blau? Farben halt. Red, white and blue. Anton. Aber Anton, du willst zu Green Hill Zone gehen. Ich bin doch auf dem... Also, Green Hill, das ist die Standard Zone. Nein, du willst zu Green Hill Zone gehen sofort. Ich komme. Da tanzt eine Person, sehe ich gerade. So ein Roblox-Charakter. Ich komme. Ich warte. Rentner. Anton ist ein Rentner, ja. Ich bin kein Rentner. Ey, Konte, was geht ab? Rente kriegt man nur, zurück, wenn man gearbeitet hat. Guck mal, schau mal zu, wo ich bin, okay? Ja. Siehst du mir zu? Du gehst jetzt hier hoch, über die Welt 6. Über die Welt 6, okay. Ich bin jetzt hier, bei Welt 6. Und jetzt? So, perfekt, okay. Du siehst mich hier, ne? Ich bin hier. Ja. Du machst den hier. Und dann nach oben. Und dann kannst du durch diese Ringe springen, durch die du XP bekommst. Und wenn du, glaube ich, Level hoch genug bist, kannst du es ganz nach oben schaffen. Okay, dann gehe ich einmal auf Menü, auf Einstellungen und packe meinen Speed wieder auf 100%. Ja, ich bin leider zu low level dafür. Ich bin hängen geblieben. Das wissen wir schon, Anton. Ich schaffe das gerade mal auf den Hügel rauf, Victor. Welches Level bist du denn? 315. Ja gut, ich bin 530, aber 315 sollte, glaube ich, auch ausreichen. Du hast doppelt so viele Rebirths wie ich. Ja, die Rebirths machen ja gar kein Level und so. Die machen nur Max-Level. Nein, die Rebirths machen schon einen Unterschied. Echt? Bei Jump Power und so weiter? Ja. Echt? Ja, wenn du ganz am Anfang bist, dann schaffst du mit Level, ich hab's jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube Level 21 den großen Looping. Und den schafft man irgendwann nicht mehr mit Level 21, sondern irgendwie erst mit Level 30. Krass. Aber dafür erreicht man Level 30 halt extrem schnell. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen XP sammeln, ein bisschen Level sammeln. Was ist denn dein Max-Level? Mein Max-Level? Das verrate ich dir doch nicht. Du willst mich nur ausspionieren. Sag. Mein Max-Level ist 500. Ich. Deswegen sag! 500! 500? Ich glaube, 500 reicht leider nicht aus. Dann muss ich das leider ausprobieren. Nein, nicht. Dann sammle ich, glaube ich, einfach Max-Level bis 1000 und, oder irgendwas in dem Bereich, vielleicht auch 800 oder so, und versuche das dann nochmal dort hochzugehen. Nein, ich. Du kannst es gerne auch probieren, ne? Also, bei mir hat es halt mal mit 500 leider nicht komplett funktioniert. Ich glaube, ich muss Level 600, 700 dafür mindestens sein. Nein, nicht. Aber da oben ist, glaube ich, wirklich gut, hier, wie das war, sind gute Sachen zum Farmen von, ja, dem Event halt. Weil ich habe da irgendwelche Ballons gesehen in der Luft, als ich ganz oben war. Ja, jetzt lass mich doch endlich mal farmen hier für das Event. Guck mal, da kommt immer Feuerwerk, ist das nicht toll? Mit Level 1000 schaffe ich es. Nein, ich bin durchgeflogen. Werden, Anton. Was ist das hier eigentlich für eine Wand? Ist warum ist diese Wand so... War die schon immer so niedrig aufgelöst? Das merke ich jetzt erst. Die ganze Outside-Sachen sind immer komplett niedrig aufgelöst, Anton. Aber warum merke ich das jetzt erst? Ich weiß es doch nicht. Das ist selbst, wenn ich hier am anderen Ende der Map bin, noch niedrig aufgelöst. Ah. Das stellst du dir nur so vor, Anton. Ja, ich stelle mir das nur so vor. Aber ich krieg's auch nicht mehr hoch hin bei dem Hügel. Ich bin irgendwie kacke geworden. Doch, jetzt! Oh, ich hab's geschafft, Anton! Ich hab's geschafft! Als ob du es da hoch geschafft hast, welches Level? Ich bin auf der Wolke. Du musst einfach nur richtig nah an die Rampe gehen. Ich glaube, dann kriegst du's hin. Okay, ich muss nah an die Rampe rangehen. Muss ich Spin loslassen oder durchspinnen? Ich hab's nicht Spin losgelassen. Einfach richtig nah an die Rampe gehen. Ich glaube, dann hat's funktioniert. Oh! Hast du geschafft? Nein, habe ich nicht, aber ich sehe, dass man der Sache näher kommt. Man muss ein bisschen rumprobieren mit der Distanz so und dann irgendwie die optimale Distanz finden. Ich glaube, ich bin hier hingegangen letztes Mal. Oh mein Gott. Ja. Ich glaube, mit Level 500 könnte ich das schaffen. Ja, du kannst das mit Level 500 schaffen. Ich bin ja 570. Weil ich zeige dir, glaube ich, wo du dich hinstellen musst. Das funktioniert zumindest bei mir. Vielleicht funktioniert das auch bei dir. Ja, warte, ich bin gerade noch mal Level holen gegangen. Ich komme zurück. Ach so. Ja, ja. Ich bin nur kurz Kippen holen. Okay, also gar kein Thema. Warte, ich brauche die Kippen alle. Ja, dann habe ich auch ein paar Kippen. Ein bisschen Milch. Milch. Da bin Milch. Ich. Moin. Also guck mal, du siehst ja hier mich stehen. Ja. Ich glaube, du musst zwischen dem Bereich, also an dieser Grenze zu dunkelgrau und grün, dunkelgrün. Aber ich stand viel näher dran, halt ich stand stehen. Hier. Ja, eben. Das hat bei mir ja zum Beispiel auch nicht funktioniert. Deswegen, bei mir funktioniert das voll gut. Ich bin jetzt sogar so weit oben, dass es dunkel geworden ist. Nee, es ist einfach so dunkel geworden. Danke, Anton. Ich glaube aber, wenn du in dem Bereich stehst, kannst du es sogar schaffen. Muss natürlich immer noch ein bisschen rumprobieren. Ich habe gerade auch verkackt, so zum Beispiel. Aber wenn du es richtig schaffst, dann kannst du sogar gewinnen. Deswegen, jetzt habe ich wieder geschafft, oder? Ich habe es wieder geschafft, Anton. Ich bin oben. Ich bin wieder oben. Ich hier nicht. Sind wirklich Ballons, Anton. Hier sind Ballons, die kann man einsammeln. Aber ich will die Ballons. Meine Ballons, meine Ballons. Warum bist du so zu mir, Victor? Victor hasst mich. Meine Ballons. Ich hasse dich, meine Ballons. Hä, das ist ja voll geil zum Leveln. Zum Farmen von den Ballons halt, von den Feuerwerken. Nein, ist es nicht. Hier gibt's auch so eine Reling. Hä, das ist ja voll nice. Ha! Anton, kann ich hier nicht auch... Ich glaube, ich schaff's das nicht, Anton. Nein!
Victor ist so ein Allmann. Er sagt zu Railing, Railing. Okay, Anton. Hier ist da so ein Railing. Das heißt Rehkitz. Hier ist ja so ein Railing. Alter. Da ist ja so ein Railing. Alter. Hä, das ist ja voll nice. Hier kann man ja so fett XP. Ich meine, diese. Ah. Diese Dings da sammeln. Hier sind so viele Ballons. Okay. Ich sammle noch ein bisschen. Und dann versuche ich es gleich nochmal. Gleich nochmal. Press this in-game, um uns zu baiten. Ich hoffe nicht. Ich frage mich aber jetzt, ob das wirklich Jobby ist. Weil du kannst ja hier schon ziemlich easy jetzt schon hochkommen. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt schon Jobby ist. Ich denke schon. Ich denke nicht, dass die gewollt haben, dass man da jetzt so hochkommt. Warum nicht, Anton? Ich sehe... Nein! Ich bin tot. Egal, ich mach's nochmal. Ich sammle nochmal alle Ballons. Es ist wieder Tag geworden. Ja, neu gespawnt. Und die Ballons sind neu gespawnt. Die Ballons sind wirklich viel besser platziert worden mittlerweile. Das habe ich auf jeden Fall verbessert seit dem letzten Update. Das gefällt mir. Nee, das gefällt dir gar nicht. Du findest das richtig blöd. Ich finde dich richtig blöd, ja. Hä, warum? Was habe ich dir getan? Du bist halt, was soll ich sagen? Du bist halt einfach dumm. Oh, das war schlecht. Das war sehr... Sorry, dass ich Fakten spreche. Das war schlecht und ich bin trotzdem so hochgekommen. Ja, ich glaube, du kannst es wirklich ziemlich easy, dass ich hinbekomme. Nein, ich bin wieder runtergefallen, Anton. Ja, ich brauche aber höhere Level. Also Leute, wenn ihr es da hochschaffen wollt, stellt einfach sicher, dass ihr ein höheres Level habt als ich. Das habt ihr sowieso. Ja, ich glaube, Level 400, 500 oder sowas sollte in dem Bereich ausreichen. Kannst du mal zeigen, was man alles bekommt, wenn man die Raketen einsammelt? Habe ich schon am Anfang gezeigt. Du kriegst Chaos, noch mehr Chaos und am Ende zwei Skins. Ich liebe Chaos. Aber die Skins, die überzeugen mich nicht wirklich. Naja, die Skins sind ziemlich kacke. Ich meine, was bringt es mir, einen Skin zu sammeln, den ich nicht spielen würde? Ja. Ich habe ja das letzte Update auch nur durchgefarmt wegen Classic Sonic. Achso. Nee. Bekommt das Patch X Update hoffentlich in 12 Minuten, ne? Ja, ich hoffe, dass das Patch im Lotter X Update gleich kommt. Ansonsten weine ich, gehe rüber zu Preston und dann weine ich ihn ins Gesicht. Ich habe es knapp geschafft, Anton. Nein, ich habe auch was nicht geschafft, Victor. Was hast du nicht geschafft? Ich weiß es nicht, aber warum sammle ich eigentlich gerade so viel von diesem Feuerwerk, obwohl ich eben noch gesagt habe, dass ich sowieso die Skins nicht haben will? Hast du die Chance schon? Die ersten. Die ersten drei? Oder wie viele? Den ersten einen und ich bin ganz kurz vor den 25. Also... Ja, die Chaos würde ich aber schon sammeln, weil die Chaos sind eigentlich ganz gut. Okay. Ich glaube zumindest, dass die ganz gut sind. Preston meint 12 Wochen. Ja, Hashtag Dislike Pets im Lotto X, würde ich auch sagen. Das ist doch ein Like, warum sollte es in 12 Minuten kommen? Es wäre halt dumm, würde es nicht in 12 Minuten kommen. Das ist das Ding, was ich meine. Ich kann Preston zutrauen, dass es noch um eine Woche verzögert, aber nicht eine weitere Woche. Ja, maximal eine Woche. Aber das wäre so dumm, wenn es jetzt nochmal verzögern würde. Das macht halt keinen Sinn. Ich komme übrigens nicht mehr hoch, Anton. Ich hab verkackt. Ich krieg's nicht mehr hin. Das ist voll schwer. Tja, ich schaff das easy da hoch. Ich brauche nicht mal diese eine Stelle. Ich kann das überall machen. Ich kann das auch hier machen. Du bist ein Allmann. Nein, du bist ein Allmann. Oh nein, nee. Ich hab's nicht auf den Stein rauf geschafft. Oh, was ich... Oh, ich hab die Stelle vergessen. Nee, das war hier, glaube ich, ne? Nein, das ist weg. Es ist Preston. Victor, ich hab dir doch einmal gezeigt, dass hier beim letzten Event waren hier irgendwelche Geschenke versteckt. Die sind nicht mehr da. Nein. Ich komm da nicht hoch, Anton. Tja. Oh, ich bin oben, Anton. Nein, bist du nicht. Ich bin oben. Erstmal Ballons sammeln. So viele Ballons, Anton. So viele Ballons. Alles für mich. Alle Ballons für mich. Das war richtig schlecht gerade. Jedes Mal, wenn ich Anton zuschaue. Wenn das Update nicht gut ist, verliert Preston noch mehr Spieler. Nee, Preston wird Spieler gewinnen, selbst mit einem schlechten Update. Ja, haben wir ja gesehen bei dem letzten Update. Ja. Was nicht mal so wirklich eigentlich ein Update war. War das immer noch das Oster-Update-Event? Nee, ich meine das letzte Update, das mit dem Exclusive-Eck und diesen Toy-Gift. Ach ja, das geht das Update gar nicht als Update. Leute dazu da gemacht, sage ich bis heute, das ist kein Update. Das ist ein Small-Update. Nein, das ist kein Update. Preston hat gesagt, das ist ein Small-Update. Oh, ich hab's wieder nicht hoch. Ganz am Ende wieder Fall Guys, Anton. Übrigens, Daniel ist nicht dabei. Ja, und ja. Ich denke, ich habe alles von diesem Update hier gesehen. Ich schaff das nicht da hoch, dafür brauche ich mehr Level. Also würde ich sagen, war's das für diesen Stream erstmal mit dem Sonic Speed Simulator. Weil ich werde noch ein bisschen weiter hochgehen, Anton. Ich muss noch ein bisschen gamen, sorry. Ich kann auch einmal hier diesen machen. Weil jetzt bin ich langsam oben, Anton. Ich schaff's einfach nicht hoch. Ich schaff's nicht hoch. Tja, du musst mal anfangen, besser zu... besser zu werden. Ich bin Victor. Ich bin einfach gestorben. Im echten Leben. Ja. Eigentlich ist das ganz cool hier oben. Oh, hier gibt's oben ein Eck, Anton. Schön für dich, Victor. Aber wer? Mit der Sunshine Trail. Aber wer? Warte, ich hab dir mal. Ich will gucken, ob die Sunshine Trail gut ist. Die hat 15,5. Okay, warte, wie gut ist denn diese Sonic Trail? Der hat 20,10. Okay, die ist kacke, diese Trail. Du kannst nur diese Trail hier bekommen. Die ist ja voll kacke. Okay, Anton. Mhm. Ich würde eigentlich sagen, Ich würde sagen, wir gehen jetzt eigentlich in diesen... das war's. Bis dann und ja. Ciao. Ciao, Leute.